Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Drei-Farben-Haus-Box von Bowser. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Drei-Farben-Haus von Bowser. Wir haben hier eine quadratische Box, relativ hoch, in so einem hellrot gehalten, rundherum blank, und wir haben hier Bowser Drei-Farben-Haus in weißer Schrift und hier die Hände in blau-schwarz und hier auf den Knöcheln der linken Hand Bowie tätowiert. Auf der Rückseite haben wir die Credits und einen Barcode. Okay, was mir schon mal richtig gut gefällt an der Box: es ist keine Klappbox, sondern der Deckel ist abzunehmen. Sehr schön. Und dann kommt uns auch schon der erste Inhalt entgegen. Wir haben hier ein Spielbrett, ein Poster, eine Autogrammkarte, die Instrumentals zum Album, das Album an sich, und dann haben wir hier noch ein Glas, ein Shotglas, Spielfiguren und Würfel und Karten. Okay, und das Ganze hier so in diesem Karton, in dieser Kartonfassung eingepackt. Machen wir die Box mal wieder zu. So, relativ ungewöhnlicher Boxinhalt, aber wir fangen wie immer mit dem Album an sich an. Bowser Drei-Farben-Haus. Also wir sehen hier den Interpreten und er dürfte wohl gerade beten. Okay, die Tracklist ist nicht von oben nach unten, sondern quer drüber. Auch spannend. Meine Favoriten des Albums sind Intro und Pyramiden. Also die zwei Tracks, Belletage ist auch noch gut, aber die zwei bzw. drei Tracks sind mir jetzt wirklich im Ohr geblieben. Hier haben wir noch die Credits und nochmals einen Barcode. Dann schauen wir gleich mal ins Booklet. So, hier haben wir einzelne Tracks aufgelistet mit den Infos, wer daran mitgewirkt hat. Und einzelne Songzitate. Bedauern bringt im Leben nichts, es gehört zur Vergangenheit. Alles, was wir haben, ist das Jetzt. Ah, okay, nein. Das sind keine Songzitate, sondern man sieht es hier, Marlon Brando zum Beispiel, Schauspieler. Das heißt, das sind einfach Zitate, die vielleicht mit dem Text irgendwie für ihn in Verbindung stehen, beziehungsweise die ihn vielleicht inspiriert haben. Der Duft der Dinge ist die Sehnsucht, die sie in uns nach sich erwecken. Okay, Christian Morgenstern, ja, glaube ich, ein Dichter gewesen, ein Lyriker. Okay, also wie gesagt, die Tracks hier aufgelistet mit den Infos und die Zitate sind aber keine Songzitate. Also das sind einfach so Zitate ohne Bestandteil des Songs zu sein. Sehr schön gestaltet das Ganze. Dann haben wir hier ein fliegendes Haus, schaut ein bisschen so nach Horrorfilm aus. Eine Porträtaufnahme von Bowser. Hier nochmal Bowser beim Anzünden einer Zigarette. An meine Familie, meine Freunde, meine Stadt, mein Team, alle, die fühlen und supporten, alle Blazers und Haters, Friede sei mit euch. Also mehr oder weniger eine Danksagung. Hier noch die Credits. Bowser, Drei-Farben-Haus. Schönes Booklet auf jeden Fall. Einiges zu lesen darin. Dann haben wir die CD wieder mit den Händen. So sieht das Ganze aus. Aber bevor ich es vergesse, bei der Tracklist keine Features.
Also man sieht sie auch, hier wurden keine Features angegeben, komplette Solo-Tracks, 14 Stück bzw. 13 und hier noch die Akustikversion. Okay, dann haben wir die Instrumentals, diese wie so oft in einer Papphülle. Nachdem wir keine Skizze oder sonstigen Lückenfüller haben, haben wir auch 14 Instrumentals. Wieder Bowser in dieser Denkerpose, nur halt in schwarz und nicht so wie in rot. Und auch die CD in schwarz-rot gehalten. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. Hier sehen wir Bowser ja, in einem Lokal wohl sitzen. Mit einem Glas Bowie. Rückseite weiß, sehr schön. Dann haben wir ein Poster. Und hier haben wir wieder das schwebende Haus. Treppen, schöne Schnee- bzw. Berglandschaft. Echt gelungen, auch wenn es etwas abstrakt aussieht. Aber auf jeden Fall mal ein auf jeden Fall mal ein gelungenes Design und auf jeden Fall ein Hingucker, gerade in der Farbkombination. Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich die letzten Tage etwas verkühlt. Also, das Poster im Hochformat sehr farbenfroh gestaltet. Und dann kommen wir zum Spiel. Das Spielfeld sieht so aus. Okay, Eingang Laufhaus. Hier sehen wir schon diverse leichte Damen. Das bedeutet, wir haben hier zwei Würfel und natürlich Spielfiguren. Das ist nur die Frage, haben wir irgendwo eine Anleitung? Ich befürchte nein. Willkommensshot. Okay, also wenn man auf diesem Feld landet, muss man einen Willkommensshot trinken. Also ich schätze, es geht hier los. Man würfelt einfach. Wahrscheinlich nur mit einem Würfel, weil es relativ wenig Felder sind. Man würfelt. So, 4. Ist die Frage, was jetzt bei E passiert. Also ich schätze mal, E ist Ereignisfeld. Und wenn man auf einem Ereignisfeld landet, muss man eine Karte ziehen. Ansonsten Würfel 6 oder gibt's keinen. Ja, vielleicht ist das auch wie bei Mensch, ärgere dich nicht, dass man Anfang eine 6 braucht, um überhaupt mal rauszukommen. Na egal, wir haben hier auf jeden Fall diese Karten. So, was steht hier jetzt drauf? Das sind diese Ereigniskarten, schätze ich mal stark. Deine Freundin labert dich am Telefon voll. Gönn dir zwei kurze, dass du wieder runterkommst. Okay, alles klar. So, dann lesen wir noch eine vor. Was haben wir hier? Du konntest deinen Blow bei wem? Bei Pelli Pirelli nicht zahlen. Als Strafe trinkst du zwei Shots und bekommst von Arthur einen Arschtritt. Du fängst von vorne an. Alles klar. Frieda feucht, mag es nass. Trink zwei, um deinen Lippen zu benetzen. Okay, also ihr seht schon, es dürfte sehr, sehr feuchtfröhlich werden, das Ganze. Es geht in diesem Spiel hauptsächlich darum, Shots zu konsumieren aus diesem Glas oder je nachdem. Dicker Boden, gefällt mir richtig gut. Hier Bowser aufgedruckt. Schönes Shotglas auf jeden Fall. Auch wenn es leider nur eines ist, aber das ist auf jeden Fall in meinen Augen hochwertig. Das Spielfeld schaut auch relativ robust aus. Und die Karten, habe ich jetzt drei vorgelesen. Relativ lustig das Ganze. Ja, kann man natürlich in einer Runde am Abend oder tagsüber mit seinen Freunden spielen. Nachdem ich jetzt drei Karten vorgelesen habe und ich glaube alle drei Karten im Endeffekt darauf hinausgelaufen sind, zwei Shots zu trinken, schätze ich mal stark, dass man nach diesem Spiel sehr gut bedient sein wird
um nicht zu sagen voll wie ein Amtmann, aber es wird sich auf jeden Fall zum Vorfeiern eignen. Wir fassen noch einmal zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal dieses Trinkspiel samt Spielbrett mit 4 Spielfiguren und 2 Würfeln. Dann haben wir diese Ereigniskarten dazu noch, dieses Shotglas, ein Poster im Hochformat, einseitig bedruckt, eine unterschriebene Autogrammkarte, einmal die Instrumentals zum Album in der Papphülle und einmal das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bowser unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.